Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diesen leckeren Orangenkuchen mit einer Schokoladenglasur und wenn ihr sehen wollt, wie der gemacht wird, dann bleibt dran. Es ist ein super einfacher und schnell gemachter Rührteigkuchen. Ich werde eine 22er Gugelhupfform benutzen, die habe ich schon mit meinem Backtrennmittel eingepinselt. Für die Zutaten habe ich als Maß so eine Kaffeetasse benutzt. Das ist eine 200 ml Kaffeetasse. Und ich habe aber unten in der Infobox auch nochmal die Zutaten mit Grammmaßen aufgeschrieben, falls ihr nicht die geeignete Tasse habt. Wir benutzen eine Tasse Zucker, eine Tasse Milch, eine Tasse frisch gepressten Orangensaft. Wenn ihr keinen frisch gepressten Orangensaft habt, könnt ihr selbstverständlich auch die herkömmlichen Tetrapack-Orangensäfte benutzen. Eine Tasse Öl, drei Eier und drei Tassen Mehl. Ein Backpulver und später für die Glasur habe ich noch 100 Gramm Schokolade, Kuvertüre und einen Teelöffel Öl. Ich habe keine Bio-Orange gefunden, deswegen habe ich auf eine fertige Orangenschale zurückgegriffen. Falls ihr eine Bio-Orange findet, benutzt einfach die Zeste dieser Bio-Orange. Und jetzt können wir auch schon loslegen. Als erstes schlage ich die drei Eier. Die Eier sind übrigens auf Zimmertemperatur. Die drei Eier und die Tasse Zucker werden jetzt erstmal so 1 bis 2 Minuten schaumig geschlagen. Den Backofen könnt ihr jetzt schon mal anschalten und zwar auf 170 Grad mit Umluft. So, die Eier und der Zucker sind jetzt schön hell und schaumig geworden. Jetzt tue ich die anderen, die restlichen flüssigen Zutaten damit rein und zwar den Orangensaft, die Milch und das Öl. Das rühre ich jetzt noch mal ganz leicht um. Jetzt kommt das Mehl mit dem Backpulver zusammen auch mit da rein. Und das Backpulver siebe ich jetzt damit hinein. Und die Orangenschale. So, das war's auch schon. Den Teig können wir jetzt in unsere Backform tun. Der Kuchen kommt jetzt für ca. 40 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Der leckere Orangenkuchen ist jetzt fertig. Er war genau 47 Minuten im Backofen. Ich mache jetzt auch noch mal die Stäbchenprobe. Ja, wunderbar. Ich lasse den Kuchen jetzt 10-15 Minuten in der Backform stehen und dann werde ich ihn erst stürzen. So, ich werde den Kuchen jetzt mal stürzen. Wunderbar, der Kuchen ist sehr gut rausgekommen. Und sieht gut aus. Jetzt lasse ich den auf dem Teller auch noch mal auskühlen. So, der Kuchen ist jetzt abgekühlt und die Schokolade habe ich schon geschmolzen. Da kommt jetzt noch ein bisschen, ein Teelöffel Speiseöl dazu. Ich rühre das gut um.
Der leckere Orangenkuchen ist jetzt fertig. Er ist super lecker und fluffig geworden. Probiert den Kuchen unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.